Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Seit 15 Jahren analysiere ich Videoaufnahmen, die angebliche UFOs zeigen. Unbekannte Flugobjekte. Das müssen keine fliegenden Untertassen sein wie im Film. Das können auch einfach Wetterballons oder feindliche Drohnen sein. Ich habe eine eigene Website und mir schicken die Leute aus den gesamten USA immer wieder solche Aufnahmen zu. Wenn ihr mich jetzt für verrückt haltet, dann will ich euch eine Sache sagen. Und zwar, dass selbst die Regierung mittlerweile gestanden hat, dass es offene UFO-Akten gibt. Ich meine, wir wissen doch alle, dass das Universum unendlich groß ist. Wie traurig wäre es dann, wenn wir Menschen die höchst entwickelte Spezies wären? Richtig, ziemlich traurig. Heute will ich euch meinen besondersten Fall erzählen. Fangen wir an. Es war eine Zeit, in der ich von meinem eigentlichen Job Dozent an einer Uni im Bereich Technik Urlaub hatte. Aber es kamen kaum spannende Nachrichten rein. Nur drei Leute hatten mir an jenem Tag geschrieben. Nelly, eine fast schon obsessive Stalkerin, die mich seit Monaten belästigte und mich einlud, sie in Texas zu treffen. Ich blockierte sie. Ein Farmer aus Kansas wollte unbedingt, dass ich mir sein Gerät zur Ortung von UFOs anschaue, das er angeblich entwickelt hatte. Was ein Scammer. Dann war da aber noch eine Frau mit dem Pseudonym Sunlight. Lieber Dr. Stan, ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit. Gestern wurde auch ich Zeuge eines echten UFOs. Ich habe es mit meiner Handykamera gefilmt. Bitte schauen Sie es sich doch mal an. Ich erwartete nicht viel, müsst ihr wissen. Die meisten Aufnahmen, die ich bekam, waren entweder sehr verwackelt oder hatten Toasterqualität, dass man gar nichts mehr erkannte, oder waren ganz offensichtlich gefaked. Nur ca. 1% aller Aufnahmen interessiert mich wirklich. Als ich dieses Video dieser Sunlight anschaute, merkte ich direkt, dass es besonders war. Eine Frau, vermutlich Sunlight, lief in einem Wald. Der Himmel war dunkel, von einem Gewitter verdeckt. Dann schwenkte die Kamera in die Luft und etwas Viereckiges flog mit Spitzengeschwindigkeit über den Wald. Es war in dichtem Nebel gehüllt. Man konnte es kaum erkennen. Es sah aus, als ob es hinter den Bäumen in einem Feld landete. Man konnte es, wie gesagt, kaum identifizieren. Und es war nur wenige Sekunden überhaupt im Bild. Ich ließ ein paar Programme über das Bild laufen, die sonst aussagten, ob es gefaked wurde. Alle waren negativ. Ich schrieb also der Frau und hinterließ meine Telefonnummer. Und tatsächlich meldete sie sich innerhalb einer Stunde. Wir machten aus, dass ich sie morgen gleich besuchen werde. Sie wohnte nur 4 Stunden Autofahrt entfernt. In den USA ist das überhaupt nichts. Zum Einschlafen guckte ich noch einen Alien-Film, der im Fernsehen lief, und trank dabei eine heiße Milch. Ich war sowas von aufgeregt. Ich kam um 13 Uhr in ihrer Kleinstadt Wood Valley in Oklahoma an. Wir gingen zusammen Mittagessen in einem Steakhouse und hatten ein wirklich tolles Gespräch. Die Dame war neben UFOs auch sehr an meiner Privatperson interessiert. Auch als UFO-Experte hatte man anscheinend Bewunderer. Nach dem Essen führte mich Sunlight, die im echten Leben Maggie hieß, in den Wald, wo alles passiert war. Also Dr. Stan, genau hier war es, sagte sie mit mysteriöser Stimme. Ich erkannte den Ort von dem Video. Ah, okay, dann sah es aus, als ob es dort hinten landete. Exakt, antwortete Maggie. Okay, es war ein ähnliches Wetter wie hier. Wieder hängen dunkle, schwere Wolken über diesem Gebiet. Warten Sie mal, Maggie. Schauen Sie da oben. Ich deutete mit dem Finger auf die Wolken. Etwas bewegte sich dort oben. Da ist es wieder. Die werden uns holen, wir dürfen das nicht sehen, flüsterte Maggie und steckte mich mit der Angst an. Ich hatte noch nie ein UFO in der Realität gesehen. Ich bekam ganz wackelige Beine. Hinter den Fels dort, schnell! Rief Maggie und zog mich in den Schutz. Das Objekt flog direkt über uns. Man konnte es kaum erkennen. Fast als hätte es einen Nebel, der sich die ganze Zeit um es hüllte. Und dann ertönte eine Computerstimme. Waren das die Außerirdischen? Wir sind gekommen, um die Sünder dieser Stadt zu suchen. Ist hier jemand von euch im Wald? Wir wollen euch nicht einfach entführen. Wir sind gekommen, um der Erde ihren Frieden zu bringen. Wir erretten euch. Psst, wir dürfen uns nicht verraten, sagte Maggie zu mir. Ich hielt ebenfalls den Mund, bis das kuriose Nebel-UFO wieder verschwand. Danach rannten wir zusammen, fast händchenhaltend, so schnell wir konnten, wieder zurück zu meinem Pickup. Wir fuhren rein nach Wood Valley und setzten uns in die Bar meines kleinen Hotels, in das ich eingecheckt hatte, und genehmigten uns einen Drink. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, um das genauer zu untersuchen, versprach ich Maggie, die darüber sehr erfreut schien. Zum Abschluss fuhr ich sie nach Hause. Sie lebte auf einer Ranch etwas außerhalb. Danke, Dr. Stan, das war heute sowas von aufregend. Ich freue mich so sehr, Sie bald wieder hier zu erleben. Oh, ich freue mich auch.
Aber eine Frage habe ich noch, Maggie. Was baut ihr hier eigentlich an auf der Ranch? Oh, was wir anbauen? Mais. Wir sind ein alter Familienbetrieb. Mein Dad führt ihn immer noch. Er ist Bastler und Tüftler, aber im Herzen ist er immer noch zuerst Farmer. Ich blickte mich um. Tatsächlich standen allerlei Geräte rum. Seltsame Erfindung. Ein riesiger Traktor, der fast den Anschein einer Art Bettmobils hatte. Und dann war da ein Riesenschuppen. Was ist eigentlich in diesem Schuppen da, Maggie? Fragte ich sie. Gar nichts. Nur die Ernte. Okay, können wir mal kurz da reingehen? Nein, das geht nicht. Da wird mein Dad richtig sauer darüber. Ich glaube eher, Maggie, dass du sauer wirst, wenn ich da drin das UFO entdecke. Was? Nein, Dr. Stan, wie kommen Sie nur auf sowas? Wir haben doch gesehen, dass es echte Außerirdische im Wald waren. Gesehen haben wir nicht so viel, wir haben es gehört. Genauer gesagt, und irgendwie kam mir der Satz so bekannt vor. Wir suchen die Sünder dieser Welt. Und dann fiel es mir wieder ein. Gestern schlief ich zu einem Alien-Film ein. Und da sagten die Außerirdischen in diesem Film exakt dieselben Worte. Ja, aber Dr. Stan, das mag alles ein großer Zufall sein. Nein, das glaube ich nicht, Maggie. Ich habe folgende Theorie. Ich glaube, Ihr Vater, ein begabter Tüftler ohne Zweifel, hat eine Drohne mit einer Nebelmaschine und einem Lautsprecher gebaut. Und die verstecken sie in diesem Schuppen. Aber Dr. Stan, ich... stotterte Maggie mit hochrotem Kopf herum. Ja, okay, Sie haben recht. Genau so war's. Gut. Na also, jetzt haben Sie mir doch Ihre Sünde gestanden. Aber eine Antwort schulden Sie mir noch. Wofür holen Sie mich extra nach Oklahoma? Wollten Sie mich blamieren? Mich vorführen? Was war der ganze Sinn und Zweck hinter dieser aufwendigen Aktion? Also, Dr. Stan, wenn ich ehrlich bin, ich liebe Sie einfach. Ich gucke alle Ihre Videos auf YouTube. Sie sind einfach so sympathisch und so eloquent und dann lieben Sie noch dasselbe Thema wie ich, UFOs. Ich bin total verrückt danach. Ich schreibe Ihnen seit Monaten E-Mails unter einem anderen Namen, aber Sie haben mir nie geantwortet. Das heißt, Sie sind Nelly? Schrie ich jetzt. Eine Stalkerin? Stalkerin? Dr. Stan, ich bitte Sie, ich wollte Sie doch nur kennenlernen und Sie haben mir nicht geantwortet. Da hatte ich eine bessere Idee. Ich wollte Sie hierher locken, dass wir zusammen ein großes Abenteuer erleben und Sie sich so in mich verlieben. Das hätten Sie nicht tun sollen. Sie sind verrückt. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Als ich im Pickup auf den Highway einbog und Richtung nach Hause fuhr, musste ich dennoch grinsen. Es war zwar nicht echt gewesen, aber für einen kurzen Moment hatte sich mein größter Traum erfüllt. Ein echtes UFO zu sehen. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content und Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.